Heute für euch, wie Gilderoy Lockhart den Tod von Quirrell herbeigeführt hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. In unserem heutigen Video werden wir über eine Theorie diskutieren, die Quirrell, Voldemort und keinen geringeren als Gilderoy Lockhart betrifft. Genauer gesagt werde ich euch erklären, wie Lockhart Quirrells Leben ruiniert hat. Das ist nicht meine eigene Theorie, sondern diese habe ich in einem Forum für Harry Potter im englischsprachigen Raum gelesen und sie hat mir sehr gefallen, sodass ich sie euch gerne vorstellen wollte. Das erste, was ihr euch vielleicht fragt, ist, was hat die Beziehung zwischen Quirrell und Lockhart für eine Bedeutung? Sehen wir die beiden überhaupt irgendwann mal interagieren? Kommen sie überhaupt in demselben Film oder Buch vor? Also die Antwort auf diese Frage ist natürlich nein, aber diese spezielle Theorie kratzt ein bisschen mehr unter der Oberfläche. Die einzige Verbindung im Kanon, die die beiden verbindet, ist die, dass sie beide zu einem bestimmten Zeitpunkt die Rolle des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts übernommen haben. Quirrell war der Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Harrys erstem Jahr im Stein der Weisen und Lockhart war der Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Harrys zweitem Jahr in der Kammer des Schreckens. Als Lockhart im zweiten Film auftaucht, ist Quirrell nicht mehr da. Er wurde von Harry Potter besiegt. Also noch einmal, wie können die beiden Professoren ein verflochtenes Schicksal haben, wenn sie sich nie begegnet sind? Nun, die Theorie besagt, dass sich die beiden Männer irgendwann in der Vergangenheit begegnet sind, und zwar ein Jahr bevor Harry im Jahr 1990 in Hogwarts anfing. Um die Theorie zu verstehen, müssen wir uns ein paar Aspekte der Vorgeschichte dieser beiden Zauberer ansehen, damit ich besser erklären kann, wie sich ihre Wege in der Harry Potter Zeitlinie gekreuzt haben. Fangen wir an mit Quirrell. Quirinus Quirrell war ein englischer Halbblutzauberer, der irgendwann in den 1960er Jahren geboren wurde. Als er volljährig wurde, besuchte er Hogwarts und wurde in das Haus Ravenclaw einsortiert. Quirrell war ein sehr ungewöhnlicher und empfindlicher, aber sehr talentierter Schüler, der in der Schule oft gehänselt wurde, was den ängstlichen Quirrell noch mehr beunruhigte, als er sowieso war. Sein Gefühl der Unzulänglichkeit führte dazu, dass er sich besonders für die dunklen Künste interessierte, ein hochkompliziertes und gefährliches Gebiet der Magie, das Quirrell vielleicht die Aufmerksamkeit und den Respekt verschaffen könnte, nachdem er sich immer gesehnt hatte. Während seiner gesamten Schulzeit zeigte er eine besondere Affinität zu den dunklen Künsten und schloss Hogwarts mit durchweg beeindruckenden Noten im Haus Ravenclaw ab. Es dauerte nicht lange, bis er selbst eine Stelle als Professor für Muggelkunde in Hogwarts erhielt. Leider hatte das Mobbing, das Quirrell in seiner Kindheit erdulden musste, tiefgreifende Auswirkungen auf seine Handlungen als erwachsener Mann. Die obige kurze Einführung soll dir einen Eindruck davon vermitteln, was für ein Mensch Quirrell war. Eine Art Charakteranalyse, die ihn als neurotischen Mann zeigt, der nach Anerkennung strebt. Dies ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt dieser Theorie. Kommen wir nun zu Lockhart. Genau wie Quirrell war Gilderoy Lockhart ein Halbblutzauberer, der in den 1960er Jahren geboren wurde. Genau 1964. Lockhart hatte zwei Schwestern, aber am Ende war er der Einzige, der magische Fähigkeiten hatte, was ihn inoffiziell zum Lieblingskind seiner Mutter machte. Lockhart war ein kluger, gut aussehender Junge und als er recht früh erkannte, dass er magisch war, stieg ihm das zu Kopf und blähte sein ohnehin schon gewaltiges Ego sehr auf. Im Jahr 1975 betrat Lockhart zum ersten Mal die Hallen von Hogwarts. Er wurde jedoch mit einer gewissen Enttäuschung empfangen, denn hier war er nur ein weiteres magisches Kind, kein besonderes, einzigartiges magisches Kind wie in der Muggelwelt. Von dem Moment an, als er sein Studium begann, fiel er nicht mehr wirklich auf und besaß trotz aller Bemühungen nur leicht überdurchschnittliche magische Fähigkeiten, also nichts wirklich Besonderes in Hogwarts. Ich sollte hier auch erwähnen, dass Lockhart genau wie Quirrell in das Haus Ravenclaw einsortiert wurde. Wir wissen, dass Lockhart später im Leben zu einem massiven Betrüger wird. Er lügt ohne Reue und erntet die Lorbeeren für die Arbeit anderer, um sein eigenes Ego und seinen Ruf zu stärken. Aber was du vielleicht nicht wusstest, ist, dass dieses Verhaltensmuster schon sehr, sehr früh in Lockharts Leben begonnen hat, in seiner Kindheit, um genau zu sein. Auch wenn sich Lockharts Vorgeschichte von der von Quirrells unterscheidet, gibt es doch gewisse Parallelen. Und eines haben beide gemeinsam, sie fühlen sich beide unzulänglich. Nachdem wir nun ihre individuellen Geschichten gemäß dem Kanon festgelegt haben, möchte ich im Folgenden darstellen, wie ihre Geschichten miteinander verbunden sind und wie Lockhart versehentlich Quirrells Leben ruiniert hat. Im Jahr 1990, nachdem er mehrere Jahre als Professor für Muggelkunde in Hogwarts unterrichtet hatte, hatte Quirrell die Nase voll. Daraufhin nahm er sich ein einjähriges Sabbatjahr, um Erfahrungen aus erster Hand auf diesem Gebiet zu sammeln.
Quirrells eigentliches Ziel war es jedoch, Lord Voldemort zu finden. Angetrieben von seinem starken Bedürfnis, anerkannt zu werden, machte sich Quirrell in dem Glauben auf den Weg, dass er von der ganzen Zaubererwelt gelobt werden würde, wenn er es schaffen würde, Voldemort zu finden. Und er fand Voldemort, aber die Dinge verliefen nicht ganz nach Plan, da er von Voldemort sehr leicht manipuliert und kontrolliert werden konnte. Dies führte dazu, dass der dunkle Lord ihn schließlich besitzen konnte. Voldemort erzählte, wie leicht Quirrell zu manipulieren war. Ein Zauberer, jung, dumm und leichtgläubig, lief mir in dem Wald über den Weg, den ich zu meinem Zuhause gemacht hatte. Oh, er schien genau die Chance zu sein, von der ich geträumt hatte, denn er war Lehrer an Dumbledores Schule. Er war leicht nach meinem Willen zu beugen. Er brachte mich zurück in dieses Land und nach einer Weile nahm ich seinen Körper in Besitz, um ihn genau zu überwachen, während er meine Befehle ausführte. Nun, was die Charakterstärke angeht, war Quirrell ziemlich schwach, aber er besaß überdurchschnittliche magische Fähigkeiten und war außerdem äußerst intelligent. Es ist also sehr schwer vorstellbar, wie ein extrem geschwächter Voldemort Quirrell so leicht zu seinem Willen beugen konnte, aber er hat es geschafft. Nachdem Lockhart seinen Abschluss in Hogwarts gemacht hatte, begann er die Welt zu bereisen auf der Suche nach einem Weg, seine Unzulänglichkeit und seine Unsicherheit zu überwinden. Lockhart wollte ein Mann der Legende werden. Dies führte schließlich zu seiner ganz vollen Karriere als Schriftsteller, wo er die Welt der Zauberer mit seinen Heldengeschichten beglückte. Er zähmte Drachen und nahm dunkle Zauberer gefangen, aber der Haken war, dass er der Einzige war, der das je selber miterlebt hat. Durch seine Geschichten wurde er berühmt und er hinterließ bei den meisten Zauberern einen wirklich positiven Eindruck. Aber wir wissen natürlich, dass Lockharts Charakter eine ziemlich finstere Komponente hat. Lockhart war nämlich ein Meister des Gedächtniszaubers und das war einer der Gründe dafür, dass er seine gesamte Existenz fälschen konnte. Lockhart war kein Treubezwinger oder Drachenbändiger, er war ein Schwindler und alles, was er tat, wenn er um die Welt reiste, war, sich die Geschichten wirklich erfolgreicher Zauberer anzuhören, ihr Gedächtnis zu löschen und dann die Leistung als seine eigenen auszugeben. Ich glaube, als Quirrell 1990 nach Albanien reiste, war Lockhart genau in diesem Moment dort. Quirrell war dort, um Voldemort zu finden und Lockhart war dort, um einen ahnungslosen Zauberer zu finden, dem er seine Leistung stehlen konnte. Ich denke, es lief folgendermaßen ab. Quirrell und Lockhart stießen im Wald von Albanien aufeinander. Da sie beide Ravenclaw-Schüler waren und in Hogwarts nur ein paar Jahre auseinander lagen, wussten sie von der Existenz des jeweils anderen. Sie begrüßten sich und tauschten Formalitäten aus. Und in diesem Moment verrät Quirrell Lockhart, dass er Voldemort aufgespürt hat und dass er sich in demselben Wald befindet, in dem sie diese Diskussion führen. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand viel über Voldemorts Aufenthaltsort. Und als Lockhart von Quirrell erfuhr, dass Voldemort in der Nähe war, sah er natürlich das Geld vor seinen Augen. Lockhart, der Mann, der Legende sein wollte, stellte sich sofort vor, auf der Titelseite des Tagespropheten zu erscheinen. Gilderoy Lockhart, der Mann, der Lord Voldemort gefunden hat. Das veranlasste Lockhart natürlich dazu, die Erinnerungen seines alten Schulkameraden zu tilgen. Lockhart wollte nicht riskieren, dass Quirrell Voldemort findet und entkommt. Um sicherzustellen, dass nur er den dunklen Lord findet, setzt er sofort seinen berühmten Gedächtniszauber an Quirrell ein. Leider hat Lockhart jedoch etwas zu viel Gedächtniszauber verwendet. Als er den Zauber auf Quirrell nutzte, hat er ein wenig übertrieben. Das bedeutete, dass Quirrell, nachdem er von Lockharts Zauber getroffen wurde, in einem sehr verwirrten, beeinflussbaren Zustand zurückblieb. Nachdem die Tat vollbracht war, überließ Lockhart Quirrell sich selbst. Und kurz darauf fand Voldemort Quirrell vor, der leichter zu manipulieren war als je zuvor. Da Lockhart ein Feigling war und sich Voldemort nie selbst gestellt hatte, ist es unwahrscheinlich, dass er tatsächlich nach ihm gesucht hatte. Lockhart wäre einfach nach England zurückgekehrt und hätte behauptet, er hätte Voldemort gesehen. Aber kurz vor seiner Heimreise sah Lockhart Quirrells Interaktion mit Voldemort aus der Ferne. Und aus Angst, dass er für Quirrells ungewisses Schicksal verantwortlich gemacht werden könnte und aus Angst, dass Voldemort es auf ihn abgesehen haben könnte, fasste er den Entschluss, niemals Informationen über diese eine merkwürdige Reise nach Albanien preiszugeben. Durch diese Geschichte hat sich Voldemort natürlich sehr gefreut, denn so war es ihm möglich, Quirrell sehr leicht zu manipulieren und nach England zurückzukehren. Was hältst du von dieser Theorie? Lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und dein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.